Nach dem Vorschlag aus der CDU, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen, hagelt es weiter viel Kritik. SPD, Grüne und die FDP bezeichneten das Vorhaben als realitätsfremd. Flüchtlingsorganisationen warfen der Union sogar vor, europafeindliche und rechtsextreme Positionen zu bedienen. Ja, der Streit um eine gemeinsame EU-Migrationspolitik kocht damit immer weiter. Noch immer strömen tausende Flüchtlinge gen Europa, vor allem in die südeuropäischen Länder. Wie Italien und Griechenland machen Druck. Sie wollen die Flüchtlingswelle stoppen. Großbritannien geht jetzt ganz andere, ganz neue Wege, wie Matthias Heinrich zeigt. Eine Riesenbacke für 500 Personen. Die britische Regierung lässt medienwirksam zum Asylrechtsbeschluss ein Wohnschiff in den Hafen von Portland schleppen. Hier sollen Menschen untergebracht werden, die ohne entsprechende Papiere in Großbritannien einreisen. Ihnen wird künftig der Zugang zu Asyl verwehrt. Der britische Premier Sunak erfüllt damit ein Wahlversprechen, das da hieß Stop the Boats. Die Beschlüsse haben es in sich. Bedeuten ganz konkret, dass die Regierung selber entscheiden kann, ob ein Asylant, ein Asylbewerber auf illegalem oder auf legalem Weg nach Großbritannien gekommen sind. Da geht es vor allen Dingen auch um die kleinen Boote. Der Premierminister Rishi Sunak hat hier immer gesagt, stop the boats. Da spielt er daraufhin ab, dass jeden Tag Hunderte von Menschen über den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien kommen. Diese Menschen werden in Zukunft dann als illegal eingestuft werden. Ob das Gesetz wirklich Bestand hat, werden die Gerichte wohl entscheiden müssen. Klagen sind angekündigt. Und da täglich Hunderte kommen, ist klar, die Wohnbarke ist Show und dürfte schnell voll sein. Der Vorschlag von Thorsten Frey, immerhin parlamentarischer Geschäftsführer der Union zum Thema Asyl, ist wohl vom Tisch. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu trocken. Offensichtlich sind wir schon im Sommerloch. Frey will das individuelle Grundrecht auf Asyl streichen und durch eine europäische Kontingentlösung für 400.000 Menschen ersetzen, die wirklich schutzbedürftig seien. Diese würden derzeit auf dem langen Weg nach Europa häufig auf der Strecke bleiben. Schaffen täten es nur die Starken, die oft keiner Hilfe bedürften, so Frey. Die Ampel ist sich da wohl ausnahmsweise mal mit der Linken einig. Ich nenne das einen Verstoß gegen die Menschenrechte und gegen die Grundrechte, weil das Grundrecht auf Asyl ist im Grundgesetz garantiert. Und man kann natürlich den individuellen Anspruch nicht abschaffen, sondern der Asylantrag muss in jedem Fall individuell geprüft werden. Wenn man hier überhaupt ankommt, denn Brüssel setzt verstärkt auf Abschottung. Vor allem die Südländer der EU wollen mehr Deals wie der gestrige in Tunesien. Geld für wirtschaftliche Entwicklung im Gegenzug zur Abschottung der Migrationsströme. Spanien wird demnächst die Ratspräsidentschaft übernehmen und die italienische Präsidentin Meloni bereist intensiv Nordafrika mit dem Ziel, Abkommen wie das von Tunis auch mit anderen Ländern in Nordafrika einzufädeln. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.